Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute geht es an die Übersichtsseite für den Monat März. Hier seht ihr, was ich für meine Inspiration oder fürs Loslegen benutzt habe. Ein Stempelset, ein Stempel von Nelly Snellen, das ist ein Mandala und meine Buchstaben von Action. Hierzu habe ich ein Versamark Watermark Stamping Pad und ein Embossing-Kissen genommen. Ich benutze das transparente Embossing-Pulver von Kartenkunst, aber da gibt es so viele Hersteller. Die Farbe könnt ihr auch variieren. Das ist halt ein schönes Spielzeug. Und ich dachte, wir machen das heute mal so. Ich wollte das mal austesten in meinem Planer. Mit Embossing-Pulver zu arbeiten ist eigentlich so eine Spielerei. Die macht wirklich Spaß und auf Karten mache ich das öfters. Im Planer ist das jetzt was Neues, nur hier ist es ja so, die Seite ist einzeln. Das heißt, es gibt nichts auf der Rückseite und die Rückseite wird dann später für die Monatstage bzw. für die Monatsdoppelseite herhalten müssen. Ich habe jetzt den Untergrund mit dem Embossing-Kissen vorgearbeitet. Ich habe das Pulver verstreut und verteilt. Der Stempel wurde mit Watermark eingefärbt und abgestempelt. Anschließend kommt das klare Embossing-Pulver drüber. Das musste ich leider rausschneiden. Jetzt ist das Pulver schon auf dem Motiv drauf. Ich habe leider ein falsches Schmierzettel erwischt. Da war meine Adresse mit drauf. Das musste ich rausschneiden. Das möchte ich nicht öffentlich zeigen. Jetzt stöpsel ich meinen Embossing-Föhn an. Und dann geht es los mit dem Schmelzen. Also das ist das Interessanteste am Embossen. Hier könnt ihr schon sehen, wie sich das Ganze verändert, wie sich das farblich auch ändert. Jetzt könnt ihr auch das Muster erkennen. Das Video ist beschleunigt, aber ihr seht, ich bewege immer den Heißföhn im kreisenden Bewegungen, um die Bereiche nicht zu lange an einer Stelle anzusteuern und nicht das Ganze zu überhitzen. An manchen Stellen habe ich dann noch ein bisschen nachgeföhnt. Ja, und von der Rückseite seht ihr, das ist auch relativ dunkel. Und ich habe gedacht, okay, wenn wir schon dabei sind, können wir auch die Rückseite mit embossen. Da wollte ich die obere linke Ecke, wird also auch wieder mit dem Kissen vorgearbeitet, mit dem Embossing-Kissen eingefärbt und abgestempelt. Und dann das gleiche wieder von vorne. Also hier habe ich sogar doppelt gestempelt, was eigentlich auch nicht gut war. Und ich war unzufrieden, deswegen das Ganze wieder von vorne. Und das hätte ich eigentlich sein lassen sollen. Also das war mein Fehler, aber wie gesagt, man macht Fehler und daraus lernt man. Nachdem ich das Embossing-Pulver drauf verteilt habe, wird das wieder erhitzt. Jetzt sieht man natürlich das auch auf der anderen Seite. Also meine Planerseiten sind definitiv für dieses Embossen zu dünn und nicht geeignet. Für die rechte Seite, für die Doppelseite, die dann später kommt, habe ich dann natürlich das Muster wiederholt und gedacht, ja gut, wenn wir schon dabei sind und falsch machen, dann machen wir das richtig falsch. Auch wieder musste ich rausschneiden, aber ich habe das Embossing-Pulver drüber gestreut, den Überschuss von der Rückseite abgeklopft und dann wird das Ganze noch erhitzt. Das tue ich dann beiseite, das seht ihr dann quasi im nächsten Video, wie das dann gestaltet wird. So, okay. Natürlich den Untergrund immer sauber halten, das ist immer wichtig, sonst überträgt ihr das Ganze aufs Papier. Jetzt geht es los mit den Monatsbuchstaben, sage ich mal. Die habe ich ja dieses Jahr mit den Action-Stanzen angefangen und das werd ich auch das ganze Jahr durchsetzen. Der Monat März hat den Buchstaben ja. Das hat natürlich das Alphabet oder das normale Alphabet nicht. Deswegen habe ich euch vorhin auch kurz das Zahlen-Set in die Kamera gehalten. Da habe ich nämlich den Punkt geklaut. Den musste ich natürlich doppelt stanzen für einen Buchstaben. Insgesamt sogar viermal, weil ich mache das ja doppelt. Ich mache es für die Doppelseite gleich mit. Weil wenn man einmal schon die Stanzmaschine auf dem Tisch hat, dann kann man auch gleich für beide Seiten das Ganze durchkurbeln. Dann hat man das vorgearbeitet und dann geht das Ganze beim nächsten Mal dann auch alles wesentlich schneller. Das war auch wieder Aquarellpapier. Ein Reststück, wie ihr seht, die Punkte muss man halt ein bisschen öfters kurbeln. Es ist ja nur ein einziger dabei in einem Stanzset und man braucht dann für beide Seiten vier.
Und dann habe ich mir von Desi May Design ein Standset ausgesucht. Das hat diese wunderschönen Quadrate mit geschwungener Kante und dazu auch noch eine doppelte genähten Rand. Hier habe ich einen ja, fliederfarbenen Cardstock, der ist strukturiert in Line-Struktur. Den habe ich, glaube ich, von Basel. Das ist, mein Gott, das ist schon so alt. Und hier für das größere Quadrat habe ich dann Transparentpapier verwendet. Und das Ganze wird natürlich gekurbelt. Und das ist so beim Basteln, fällt einem irgendwas ein, das hätte ich gerne so und das würde ich mal so kombinieren, ausprobieren. Hier seht ihr auch, ich drehe und wende das und am Ende wird es doch wieder anders. Aber das ist so, wir spielen mit den Materialien, die wir haben. Ich habe mir gedacht, ich habe so tolle Kissen von Action in den Farben Lila und Pflaume, würde ich sagen. Die habe ich versucht ineinander zu blenden, aber ganz ehrlich, die Farben sind so nah beieinander, dass man den Übergang jetzt gar nicht so erkennt. Ich hätte vielleicht einfach ja, kontrastreichere Farben nehmen sollen oder halt Übergang von Rosa zu Lila über Blau oder keine Ahnung. Hier habe ich dann drei Kissen genommen, die ganzen dann versucht ineinander zu blenden und wie gesagt, am Ende erkennt man das ja nicht mehr wirklich, dass das drei Farben sind. So. Natürlich mit dem Mikrofasertuch das Ganze am Ende abwischen. Das heißt, da wo das Embossingpulver sitzt, wird die Farbe nicht angenommen. Das hat einen interessanten Effekt. Ich nehme hier Wasser einfach in meine Hand und spritze das auf mein Papier. Dazu habe ich jetzt auch einen von den Shark-Farben in Lila oder Flieder genommen, mit Wasser verdünnt und setze weitere Sprenkler, nachdem ich den Überschuss an Wasser mit dem Mikrofasertuch aufgenommen habe. Das ist so ein bisschen ja zarter, also es ist ja Ton in Ton. Das heißt, es wird nicht so krass rauskommen, wie wenn ich jetzt mit Metallic-Farben, Gold oder sonst was drangehen würde. Aber den Effekt wollte ich auch nicht. Ich wollte hier, so wie bei meiner letzten Wochenkoloration, das Ganze ein bisschen zarter, pastelliger haben. Und hier habe ich angefangen zu spielen. Wie platziere ich meine Buchstaben, dass das Ganze so ein bisschen interessanter wirkt und für mich auch irgendwie ja, heraussticht und mir auch gefällt. Ich habe mich dann am Ende für den Tag von Action entschieden und habe mir aus diesem super schön irisierenden Silber noch eine, ja, eine Art Eyelid-Simulation, so ein Kreis ja, mit Rundung oder einen Rand für die Kreisausstanzung gestanzt. Den färbe ich jetzt mit Pumiceton, genauso wie den Tag und das Quadrat an der Kante ein. Selbst das Transparentpapier wird ein bisschen eingefärbt. Das Ganze wirkt dann halt harmonischer und Wiederholung, sage ich ja immer wieder. Das ist das A und O. Hier wird auch schon geklebt. Da Transparentpapier das Ganze durchscheinen lassen würde, am besten wirklich nur da kleben, wo das ja ab, also wo das Papier sitzt obendrauf. Das heißt, ihr seht dann den Kleber nicht. Aus Häkelgarn habe ich mir ein Stück zugeschnitten, ein Stück Garn. Den fädel ich jetzt mit durch den Tag. Und klebe mir meine Buchstaben drauf. Ja, ich habe mit dem Z angefangen und mir dann quasi den Abstand ungefähr gleich gesetzt. Es ist nicht mittig, ich wollte es auch nicht. Es ist halt mehr nach rechts unten versetzt, geklebt. So konnte ich halt das Ganze auf meiner Seite dann ja anders aufsetzen. Wie ihr seht, auch wieder ein Fehler. Ich habe erst das A geklebt, was eigentlich da nichts zu suchen hat, nämlich das gehört da, das R hin. Auch das Sticky Glue ist noch, sage ich mal, verzeiht euch einiges, wenn ihr schnell arbeitet, da könnt ihr das wirklich noch abziehen. Und dann dachte ich, okay, ich habe hier noch eine Stempelplatte mit Hortensien. Wie positioniere ich mir das, dass es mir gefällt? Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir schon am Embossen sind, warum machen wir das nicht jetzt weiter? Ich habe Aquarellpapier genommen
das Embossing-Kissen draufgedrückt auf die Stempel, abgestempelt, das Ganze noch wiederholt und doppelt gestempelt. Und diesmal habe ich mich dann für das weiße Embossing-Pulver von Kartenkunst entschieden. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Hersteller, da müsst ihr euch nicht auf einen bestimmten irgendwie einschränken. Benutzt das, was ihr habt. Es muss auch nicht weiß oder transparent sein. Es gibt auch Silber, metallische Farben. Es gibt auch welche mit Glitzer. Ich wollte das halt dieses Mal in weiß haben, warum auch immer. Und ja, nach dem Embossen wird das Ganze noch, also ich wollte das Blatt jetzt quasi ausfüllen. Auch die Stempelmotive mehrmals stempeln, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich schon dabei bin, für die Doppelseite könnte ich den dann natürlich auch noch hernehmen. Wenn was überbleibt, dann wird das in Karten verbastelt oder irgendwie anders zum Einsatz kommen. Also mache ich hier einfach so weiter, bis ich die ganze Seite vom Aquarellpapier voll habe. Das Stempelset hat auch noch größere Hortensien, die werden dann gleich auch noch ins Bild kommen. Wie gesagt, das gleiche wiederholen, weißes Embossingpulver, föhnen. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe mein Kissen vergessen. Deswegen, falls ihr das habt, am besten zuerst damit die Grundfläche vorbereiten und dann mit dem Watermark-Stempelkissen draufgehen. Es gibt auch Embossing-Stempelkissen. Ach ja, und hier sehen wir mal wieder, man weiß nicht, was man hat, bis man das wirklich dann, bis man am Spielen ist und dann einem einfällt, ah, ich habe doch so einen Behälter. Da kann man Kleinkram wie Embossingpulver auch direkt reinstreuen und man muss nicht seine Adresse für irgendjemanden zeigen. Naja, also beim Drehen ist mir das gar nicht aufgefallen, erst nachdem ich tatsächlich das Video bearbeiten wollte. Hier habe ich auch das Reststück vom Transparentpapier genommen und das Ganze auch mit dem weißen Embossingpulver vorbereitet. Und dann wird das Gleiche wieder erhitzt. Hier seht ihr auch, das ist nicht perfekt gestempelt, aber das macht nichts. Ich wollte das hinterher ja eh noch ein bisschen ausschneiden. Und ja, ausprobieren, rantasten. Nicht immer ist alles tipptopp, nicht immer gefällt einem alles sofort. Auch hier habe ich dann die Motive mehrmals gestempelt und embossed. Dann kommen jetzt noch die großen Motive zum Einsatz. Da habe ich das Aquarellpapier wieder rausgenommen, was ich vorher schon bestempelt und embossed hatte, und mache jetzt die großen Motive mit drauf. Hier habe ich gedacht, okay, machen wir das lieber doppelt, damit das auch wirklich ja, alles getroffen ist. Aquarellpapier ist strukturiert, das heißt, es ist nicht so einfach, damit auch wirklich einen sauberen Abdruck schon nach dem ersten Anlauf hinzubekommen. Außerdem ist das auch noch ein neues Stempelset. Das habe ich nicht erst gestern gekauft. Das liegt bestimmt schon einige Jahre bei mir im Regal. Aber wie ihr wisst, ist das immer halt schwierig. Gerade neue Stempel stempeln am Anfang nicht so toll, wie man es gerne hätte. Die müssen erstmal eingestempelt werden. Und hier hat das ganz gut geklappt. Nicht immer, aber mit der Stempelhilfe wird das einem wirklich erleichtert. Das Stempelpulver wieder schmelzen. Ich meine, das ist jetzt eine Art Wiederholung. Das ist immer der gleiche Ablauf. Da hatte ich das Blatt dann voll und habe mir ein zweites genommen für das nächste Motiv. Auch das wird mehrmals gestempelt. Hier habe ich natürlich schlauerweise mal mitgedacht und den Untergrund vorbearbeitet mit dem Pulver. Und dann hier doppelt gestempelt mit dem Watermark-Stempelkissen. Und da ich irgendwie schon langsam mein ganzes Pöttchen leer hatte, habe ich dann mit dem Pöttchen angefangen, das Pulver drüber zu streuen. Es hat alles funktioniert, also irgendwann demnächst brauche ich definitiv neues Embossingpulver. Das geht langsam zur Neige. Aber auch da muss ich sagen, dieses Embossingpulver, das habe ich bestimmt schon 8 Jahre. Das waren mit die ersten Embossingpulver, die ich gekauft habe.
Und das heißt, dass auch Embossing-Pulver irgendwann schlecht wird. Das heißt, es verliert seine Fähigkeit zu schmelzen und dann hat man ein nicht ganz so sauberes Ergebnis. Für mich persönlich funktioniert das noch gut genug. Aber ich werde halt demnächst, wenn ich dann Neues habe, gucken, ob das wirklich gleich ist oder ob es einfach nur diese Gewohnheit ist. Man arbeitet damit und denkt, ja gut, dann besser wird es schon nicht. Jetzt wieder die Stempel sauber machen und natürlich wegräumen. Hier habe ich meine magnetische Platte von Nelly Snellen. Hier seht ihr auch, der Behälter ist genial. Ihr habt da ein Loch drin, könnt dann also dann das Pulver direkt in euren ursprünglichen Behälter wieder zurückräumen. Hier suche ich mir gerade die Farben aus und habe mir zwei Blending Brushes schon mal rausgekramt, einen grünen und einen blauen. Ich habe keinen für die Farbe Lila, also muss der blaue auch für lila Töne herhalten. Und hier geht es einfach drauf los. Ich wische großflächig da, wo ich denke, da ist das Grüne, also Blätter und die Stiele der Blumen. Und mit dem Blauen gehe ich dann jetzt mit dem Lilaton in die Blume rein und wische das einfach. Also diesmal wirklich keine großartige Koloration, einfach direkt Farbe drauf wischen und ihr habt euer Motiv eingefärbt. Hier versuche ich sogar ein bisschen kleinflächig zu arbeiten und die kleinen Blätter von der Ranke da noch zu erwischen. Jetzt natürlich mit dem Mikrofasertuch drüber gehen und dann seht ihr, wie die Kontur richtig rauskommt. Das gleiche jetzt auch mit den einzelnen zwei Blumen. Auch wieder mit Lila die Hortensien einfärben und mit Grün die Blätter und die Stiele. So kriegt ihr auf jeden Fall die Motive sehr schnell eingefärbt, ohne großartig kolorieren zu müssen oder wenn ihr da so ein bisschen ja, euch einschränkt, ausprobieren. Das ist das Transparentpapier und da gehe ich auf die Rückseite und färbe die Rückseite ein. Auch das hat super funktioniert mit den Stempelkissen von Action. Das kommt nicht ganz durch, aber es ist trotzdem die Farbe zu erkennen. Ich habe außerhalb der Kamera die ganzen Motive ausgeschnitten. Das hat natürlich auch schon eine gewisse Zeit gedauert. Und jetzt spiele ich so ein bisschen mit der Positionierung rum. Wie möchte ich das anordnen und kleben? Hier habe ich mit der Blume angefangen und habe sie auf meinen Tag angeklebt. Und ich hatte echt ein kleines Problem mit den anderen Blumen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir mit der Ranke erstmal weiter. Und die zweite Blume, wie ihr seht, habe ich komplett abgeschnitten. Ich habe den Kopf behalten, habe dann geguckt, wo ich das ankleben kann, dass das auch nicht zu sehen ist, das Blatt oben drüber. Und habe dann jetzt so eine Art Collage schon. Hier noch die einzelnen Blätter, die ich jetzt auch abgeschnitten hatte. Es wird ja alles verwendet. Und es ergibt sich schon wieder ein ganz anderes Bild. Also ihr könnt auch die Motive zerschneiden. Das wollte ich nicht entsorgen, also habe ich auch das letzte Blatt mit drauf verarbeitet. Umgedreht mit Tiki Glue das Ganze eingefärbt. Hier seht ihr, wie viele Schichten das insgesamt sind. Aquarellpapier ist ja nicht gerade dünn, aber es funktioniert. Das Häkelgarn habe ich jetzt so ein bisschen gedreht. Und habe dann versucht, das Ganze mit Tacky Glue zu kleben, was nicht so funktioniert hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das gleich anders. Habe hier noch ein bisschen mit dem Transparentpapier gespielt, mit den Blättern, aber irgendwie passte mir das am Ende doch nicht. Also auch hier ausprobieren und nicht alles, nicht jede Idee wird auch dann genutzt. Ich habe hier ein ja, Washi-Tape genommen. Das ist auch jetzt wie das letzte Mal von AliExpress. Auch da, ich habe damit rumhantiert. Ich meine, inzwischen habe ich das wieder zum Kleben gekriegt. Das heißt, ich habe die Blätter oder die Seite, die sich abgelöst hat, getrennt. Und jetzt klebt es auch wieder ein bisschen. Aber es ist eine Fummelei. Mit Tacky Glue könnt ihr natürlich alles festkleben. Hier ist ein dünnes Washi-Tape von Action.
Die Rolle neigt sich langsam zum Ende, aber ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren noch keine einzige Washi-Tape-Rolle wirklich beendet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass wenn ich merke, oh, die Rolle geht langsam zu Ende, dass ich dann sparsamer damit umgehe oder nicht. Hier habe ich dann mit dem Washi-Tape das Häkelgarn angeklebt, mit Tiki-Glue das Ganze verstärkt, ein bisschen angedrückt, auch da die obere Ecke noch ein bisschen angeklebt und da sind wir schon mit fertig. Habe ich gedacht, aber nein. Genau, ja, ich wollte noch die Farben, also die Buchstaben für den Monat März mit meinen Distress-Reinkern in Flieder einfärben. Das ist relativ schlecht zu erkennen, also es ist sehr zarter Ton, aber selbst das macht schon wieder was aus und es passt sich halt zu den anderen Monaten Januar und Februar an. Da habe ich das ja auch ähnlich gehalten und ich wollte, wenn ich etwas anfange, das halt konsequent das Jahr durchziehen, damit es halt, ja, sich halt alles anpasst. Also die Seite an sich ist pastellig, sehr hell. Jetzt das Ganze natürlich in meinen Planer rein und dann haben wir schon alles fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.